Das Werden der Welt. In die ferne Urzeit, da es noch keine Menschen, ja nicht einmal die Erde gab, dringt keine Erinnerung zurück. Der forschende Geist hat sich aber nie damit abgefunden, dass es Dinge gibt, die er nicht in Erfahrung bringen kann. Er hat seit eh und je immer neue Wege eingeschlagen, um dies Ziel zu erreichen, und so verschieden wie die Zeiten und die Völker waren, auch die Antworten, die ihm auf seine Fragen zuteil wurden. Wo aber der Verstand auch heute noch vor vielen Rätseln steht, hat die aus dem Denken des Volkes hervorgegangene Überlieferung die Lösung gefunden. So weiß uns die Sage zu berichten, wie die Welt zustande gekommen ist und woher die Wesen stammen, die sie bevölkern. Eine alte Dichtung sagt uns, wie es war, bevor es unsere Erde gab. Urzeit war es, da nichts war. Nicht war Sand noch See, noch Salzwogen. Nicht Erde unten, noch oben Himmel. Gähnung grundlos, doch Gras nirgends. Von dort strömten zahlreiche Gewässer in eine gähnende Kluft, Ginnungagap genannt, deren Stelle jetzt unsere Erde einnimmt, und da dort gewaltige Kälte herrscht, gefroren all diese Gewässer zu Eis. Weit im Süden gab es ein anderes Gebiet, Muspel genannt. Dort glühte es ständig von heißen Flammen und niemand konnte die Hitze ertragen, außer den Lebewesen, die dort heimisch waren. Der Landesverteidiger, der mit flammendem Schwert die Grenze behütete, hieß Surt, doch hatte noch niemand versucht, in sein Gebiet einzufallen. In Ginnungagap traf das Eis der Ströme, die von Fergelmir in Nebelheim ausgegangen waren und die man Edivaga nennt, mit der heißen Luft aus Muspelheim zusammen. Da schmolz das Eis und Wasser troff hernieder und die Tropfen wurden lebendig und aus ihnen erwuchs ein gewaltiger Turse oder Riese, den man Ymir nannte. Einer von seinen Nachkommen, der Riese Fafnir, hat selbst vom Werden seines Ahnen erzählt. Aus den Ilivaga flogen Eistropfen, aus den Tropfen ein Turse wuchs. Unsere Sippen stammen dort alle her. Drum ist's ein schlimmes Geschlecht. Von diesem Ymir stammte das Geschlecht der Reifriesen ab, das so wie sein Ahn böse war und von dem viele Übeltaten ausgingen. Ymir war aber nicht das einzige Lebewesen, das damals entstand. Aus den Tropfen des Schmelzwassers erwuchs auch eine Kuh, Audhumla genannt, aus deren Euter 4 Milchströme hervorgingen. Diese Milch diente Ymir zur Nahrung, denn es gab damals noch nichts anderes, womit er seinen Hunger hätte stillen können. Die Kuh aber leckte an dem salzigen Eis, und da kam nach und nach die Gestalt eines Mannes zum Vorschein, der viel freundlicher anzusehen war als Ymir. Der Mann hieß Buri und war ganz anders geartet als der böse Riese. Ihr ganz verschiedenes Wesen trennte die beiden und machte sie zu Feinden. So kam es schließlich, dass Buris Enkel Odin, Fili und Fe, die Söhne seines Nachkommen Bur, mit Ymir hart aneinander gerieten. Dabei musste Ymir sein Leben lassen und seinem riesigen Leib entströmte das Blut in solcher Überfülle, dass die drei Brüder alle Nachkommen Ymirs darin ertränken konnten. Ein einziger entkam dem Verderben, der Riese Bergelmir. Dieser bestieg mit seiner Frau einen ausgehöhlten Baumstamm, der ihn wie ein Schiff über die Fluten trug und so vor dem Tod rettete. Von ihm stammte ein neues Geschlecht von Reifriesen ab. Aus dem Riesenleib Ymirs errichteten die drei Brüder unsere Welt, wie es die Dichtung weiß. Aus Ymirs Fleisch ward die Erd geschaffen, aus dem Blute das Brandungsmeer. Das Gebirge aus den Knochen, die Bäume aus dem Haar, aus der Hirnschale der Himmel. Noch aber überströmte das aus dem Blut geschaffene Meer die Erde, so dass dort kein Leben gedeihen konnte. Odin und seine Brüder wussten jedoch die Überschwemmung zu beseitigen, indem sie das feste Land aus den Meeresfluten heraushoben. Seither umgab das Meer die Erde wie ein Ring, doch fehlte noch jede Ordnung in der neuen Schöpfung. Auch dafür wusste Odin, Fili und Fe Rat.
Ymers Schädel, aus dem sie den Himmel geschaffen hatten, wurde mit seinen vier Enden über die Erde gestellt und unter jeder Ecke stellten sie einen Zwerg. Die vier Zwerge hießen Oster, Wester, Norder und Suder und danach sind noch heute die vier Himmelsrichtungen benannt. Da es kein Licht auf der Erde gab, nahmen die drei Brüder die Funken, die aus Muspelheim herübersprühten, und schufen sie zu Lichtern um, denen sie ihre Städte am Himmel und ihren Weg zuwiesen. Nunmehr wechselten Tag und Nacht in regelmäßiger Folge, sodass nach ihrem unbeirrbaren Lauf eine feste Ordnung begründet werden konnte, der Wechsel von Tag und Nacht, der Monat und das Jahr.